Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal ein ganz spezielles Video, denn ich möchte euch ein Product Placement zeigen, was ich bekommen habe. Und das ist wirklich richtig, richtig fett. Also wirklich ein Product Placement, also ein Produkt, was ich persönlich gesponsert bekommen habe, um es auf diesem YouTube-Kanal vorzustellen. Und keine Sorge, ich mache jetzt hier kein Werbevideo draus. Ich möchte das Produkt einmal vorstellen und dir vor allem zeigen, was mit Social Media möglich ist und wie du an Product Placement selber auch drankommen kannst. Ab wie viel Followern du ungefähr ein Product Placement anfordern kannst, ab wie viel Followern du auch interessant wirst für Unternehmen, die dich dann persönlich auch anschreiben und wie das Ganze so abläuft. Also von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zu dem Video oder dem Post, den du über dieses Product Placement machst. Und dieses Video nehme ich nicht ganz umsonst hier vor meinem Arbeitsplatz auf. Das ist hier mein privater Arbeitsplatz zu Hause. Du weißt es vielleicht, ich bin ja selbstständig im Online-Marketing mit diesem Kanal unter anderem und mit ganz vielen Einnahmequellen. Und ich möchte dir jetzt auch mal so ein bisschen meinen Arbeitsplatz zeigen, denn das Product Placement, was ich dir hier vorstellen möchte, hat ein bisschen was damit zu tun. Denn ich habe ein richtig, richtig fettes Product Placement bekommen. Wert um die 600 Euro, das kann ich dir auch auf jeden Fall schon mal sagen und ich zeige dir auf jeden Fall in diesem Video ganz genau, wie das abläuft und was ich bekommen habe. Also bleibt dran. Ja, ich möchte hier einfach mal kurz meinen Arbeitsplatz zeigen und dann natürlich auch das Produktplacement gleich zeigen. Und zwar, das hier ist mein Arbeitsplatz. Ihr seht es hier, Laptop, kleines YouTube-Schild, eine coole Lampe. Hier so eine kleine ja, Tafel, die ich aus Japan mitgebracht habe, die Glück bringen soll und viel Geld versprechen soll. Schreibblock und ein Stift. Das Ganze ziemlich minimalistisch ausgestattet. Ja, einen schönen Schreibtisch und jetzt zeige ich euch mal das Produktplacement. Und zwar kommt es gar nicht ungelegen, denn grundsätzlich habe ich mir das schon öfters mal gewünscht, beziehungsweise überlegt, ob ich mir das Ganze mal selber anschaffen soll. Denn ich habe hier einen Schreibtisch, der zwar sehr schön ist, den ich auch sehr schätze, aber der ist leider immer so ein bisschen falsch in der Höhe. Ja, und jetzt Leute, schaut mal, was ich bekommen habe. Ich habe hier einen riesen Schreibtisch bekommen und zwar höhenverstellbar. Das Ganze auch noch wirklich in einem mega geilen Design. Kostet um die 560 Euro und ist mir bereitgestellt worden von flexispot.com. Das Ganze habe ich auch noch mal unten verlinkt. Und das Ganze, wie gesagt, es ist ein Produktplacement. Ich muss auch darauf aufmerksam machen, dass es ein Produktplacement ist. Aber mir geht es eher darum, euch zu zeigen, was denn überhaupt möglich ist mit Social Media und wie so ein Produktplacement abläuft. Deswegen möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen, wie das Ganze ja, sich angebahnt hat, also wie diese Firma auf mich aufmerksam geworden ist, wie das Ganze dann abgewickelt worden ist, wie ihr das selber auch abwickeln könnt und Produktplacements bekommen könnt. Und natürlich möchte ich mit euch diesen Schreibtisch auch einmal aufbauen im Schnellverfahren und euch dann zeigen, wie der so ausschaut und ob es der wirklich gebracht hat, ob sich das Produktplacement wirklich gelohnt hat. Aber grundsätzlich finde ich es schon mal richtig cool, weil das ist jetzt mein erstes Produktplacement in der Art, dass ich hier wirklich ein physisches Produkt auch mal bekomme. Und ja, dementsprechend möchte ich jetzt gar nicht mehr lange drum herumreden. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie die ganze Geschichte angefangen hat am PC. Ja, im Prinzip hat das Ganze hier so angefangen, dass ich hier eine E-Mail bekommen habe, nämlich hier mit der Überschrift Collaboration Invitation, dann aber auf Deutsch hier die E-Mail geschrieben. Und zwar hier, hallo Hof, Flo Farrell, ich bin auf deinen YouTube-Kanal gestoßen, also jemand, der über meinen YouTube-Kanal auf mich aufmerksam geworden ist. Und das war die Firma Flexispot und die sind eben ein Unternehmen, was ergonomische Homeoffice-Produkte entwirft und anbietet. Und das Ganze ist eben halt für Leute konzipiert, die lange am Computer sitzen. Und dann haben sie mir noch die Webseite hier hingepackt. Das Ganze habe ich dann, ja, ging ein bisschen hin und her, habe ich gesagt, ja, können wir gerne machen. Wie gesagt, weil ich eben sowieso an dem Produkt interessiert war. Und ich würde auch nur Produktplacements machen, wo ich wirklich von Produkten auch überzeugt bin, beziehungsweise denke, dass solche Produkte mir auch gefallen und auch was für euch sein könnten. Das Ganze habe ich mir mal angeschaut. Flexispot hat mir dann gesagt, ich darf mir ein Produkt aussuchen, was ich schon mal sehr großzügig fand. Das heißt, ich habe mir hier einfach einen Schreibtisch ausgesucht, den ich halt haben wollte. Ihr seht schon, sehr, sehr teuer, die ganzen Dinge. Aber letztendlich dürft ihr auch nicht vergessen, dass da Motor drin steckt und so weiter und das Ganze ja auch sehr hochwertig gemacht ist. Und ja, genau, ich bin hier einfach mal ein bisschen durchgescrollt, habe dann mal bei den Schreibtischen geschaut mit Arbeitsplatte und dann ist mir hier gleich mal einer aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch schon seht, welcher es ist. Die haben hier wirklich ganz, ganz viele im Angebot, aber ich habe mich dann für diesen E5 Gaming höhenverstellbaren Schreibtisch mit
ja, Curved-Tischplatte würde hier angeboten, aber ich habe dann gesagt, ich hätte ganz gerne eine normale Tischplatte, also ohne diese Einkurvung. Und der liegt jetzt aktuell, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, bei 539,99 und das Ganze halt, wie gesagt, komplett kostenlos und war auch innerhalb von 3 Tagen dann da. Und das Ganze halt nur dafür, dass ich ein YouTube-Video darüber mache. Grundsätzlich, ich habe ja das Thema Finanzen so ein bisschen und Business, online Geld verdienen als Thema bei meinem Kanal. Von daher, es passt eigentlich schon gut rein, weil es geht ja um Leute, die am Laptop oder viel am Laptop vor dem PC sitzen. Und aber grundsätzlich, ich bin jetzt nicht der klassische Möbel-Influencer oder sowas. Wenn ihr Influencer sein wollt, beziehungsweise solche Product Placements haben wollt, dann ist es natürlich auch wichtig, in welcher Kategorie ihr unterwegs seid. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen im Bereich Finanzen, Online-Business unterwegs. Und es gibt natürlich auch so Sachen wie Gaming zum Beispiel oder Beauty und Fashion vor allem. Da gibt es sehr, sehr viele Placements, also sehr, sehr viele Firmen, egal ob kleine oder große, die eben bei Beauty und Fashion Placements verteilen. Und das ist natürlich schon wirklich heftig. Und da solltet ihr euch auch gut überlegen, welche Art von Kategorie ihr für euren Social Media Auftritt wählt. Denn je nach Kategorie gibt es halt mehr oder weniger Placements. Technologie gibt es zum Beispiel auch sehr, sehr viele. Kochen, Gesundheit auch einigermaßen. Aber zum Beispiel Nachrichten und Politik, da werdet ihr wahrscheinlich nie ein Placement bekommen. Von daher, wenn ihr das selber starten wollt, auf jeden Fall darauf achten, welche Kategorie ihr wählt. Und wenn ihr jetzt noch nicht so groß seid, könnt ihr euch auf jeden Fall anders finden lassen, dass ihr Leute bzw. Unternehmen auf euch aufmerksam werden, indem ihr zum Beispiel euch bei solchen Seiten wie Seeding Up registriert, die eben euch als Influencer an Unternehmen vorstellen. Von daher steigt die Chance, dass ihr Product Placements bekommt und ihr dann solche Videos machen könnt. Jetzt gehen wir aber mal direkt in den Aufbau meines Schreibtisches. Ja, Leute, ich habe das Ganze jetzt hier schön aufgebaut. Hat gar nicht so lange gedauert. Ich bin eigentlich handwerklich nicht so begabt, aber den habe selbst ich zusammengebaut bekommen. Und wir schauen uns den jetzt auch gleich mal direkt genauer an und ich zeige euch mal genau, wie der funktioniert. So Leute, hier seht ihr jetzt meinen neuen Schreibtisch. Die Deko ist gleich geblieben, aber der Schreibtisch hat sich geändert. Ich habe jetzt einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ihr seht es hier schön in schwarz und schön matt. Ihr seht jetzt hier die Bedienung von dem Flexi-Spot. Die ist ganz einfach, nämlich kann ich jetzt hier mal so anmachen. Dann zeigt er mir hier gerade die aktuelle Position an. Und dann habe ich hier noch 3 Einstellungstasten, mit denen ich quasi Höhenpositionen einstellen kann. Ich kann jetzt aber auch einfach mal hier drauf gehen, dann seht ihr, wie er hochfährt. Ist auch gar nicht laut. Und ihr seht auch hier ganz genau, wie er mitzählt. Genau. Das Ganze geht wirklich sehr, sehr hoch. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte Position 1 haben, fährt er für mich hier auf Position 1. Das waren jetzt hier knapp 75 Zentimeter. Und wenn ich jetzt aber sage, ich möchte jetzt zum Beispiel auf Stufe 3, das habe ich eingestellt, ich glaube bei 1,50 Meter oder sowas, schauen wir mal. Er fährt und fährt und fährt und fährt. Wird hier oben dran stoßen, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Meine Deko fährt zum Beispiel mal vorbei. Und jetzt sehen wir es hier, er ist richtig schön hochgefahren und ich kann im Prinzip hier im Stehen arbeiten. Also das ist eine sehr, sehr schöne Sache, damit man einfach auch ergonomisch arbeiten kann. Und ich werde es auf jeden Fall jetzt sehr, sehr genießen, dass ich nicht mehr Rückenschmerzen habe, wenn ich zu lange am Laptop sitze, am Schreibtisch und kann den wirklich erstmal nur so empfehlen. Ja, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich hoffe, die Einblicke, die ich dir jetzt mal geben konnte als Influencer, der eben Produktplacements bekommt, wie das Ganze funktioniert, was du alles bekommen kannst und worauf du achten musst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben, lass auch gerne ein Abo da und auch gerne unten in den Kommentaren einen Kommentar, dein Feedback zu diesem Video oder was du dir zum Beispiel mal als Produktplacement wünschen würdest. Von daher macht's gut, ich wünsche euch alles Gute für eure Placements, für euren Erfolg und auf Wiedersehen, euer Flo. Alright.